Hallo und damit ein ganz herzliches Willkommen hier zu einem neuen Video. Ja, ich habe Post vom 1. FC Köln bekommen und ihr denkt schon oder ihr wisst eigentlich schon, was da drin ist, nämlich das neue Heimtrikot vom 1. FC Köln. Aber ich habe natürlich auch noch was anderes mir geholt, sage ich mal, und das werden wir jetzt hier gemeinsam auspacken. Also sagen wir, der Lieferschein, den interessiert uns erstmal nicht. Dann schauen wir doch mal. Hier sind nämlich ganz viele Anziehsachen für die neue Saison. Also hier einmal das Heimtrikot vom 1. FC Köln. Dann ist hier auch noch was und auch noch was. Sehr gut. Wir fangen erstmal an mit dem Heimtrikot, denn das ist ja am Ende auch das Wichtigste. Also wir haben auch einen neuen Sponsor. Nicht mehr Ulsport, sondern Hummels oder Hummel. Und ja, wie gesagt, ich fand bis jetzt, klar, das Ausweichtrikot kommt ja noch. Aber ich fand bis jetzt das Heimtrikot schon mal am besten. So, also, so sieht das Ganze aus. Das ist das neue Trikot. Hier seht ihr auch das alte Trikot, also das von letzter Saison. Ne, das ist das von neu. Und ja, welchen Spieler habe ich mir geholt? Hier war ja mein Nachname drauf. Davor der Saison war mein normaler Name drauf. Und jetzt ist ein Spieler drauf, den ich schon öfters drauf haben wollte, haben aber bis jetzt noch nicht gemacht. Ja, und zwar Marc Uth mit der Nummer 13 wird diese Saison ja, auf meinem Rücken sein und auch in den Livestreams und deswegen bin mal sehr gespannt. Hier sieht man, dass ja, diese Hummels Zeichen, sage ich mal, ne? Früher war es ja hier bei Ulsport hier so ein Kreis. Diesmal haben wir jetzt hier so, ja, so eine Art Dreiecke. Ja, ganz cool. Hier wieder DVK, wie immer. Und auch hier wieder das Bundesliga-Logo, so wie immer. Und genau, ja, wie gesagt, und hier steht dann halt einmal Hummel drauf mit einer Biene. Wir haben ja eh eine Fanfreundschaft mit Dortmund, also von daher passt das ja eigentlich schon ganz, ganz gut. Ja, ich würde einfach mal sagen, wir ziehen es einfach mal an und dann schauen wir mal, ob mir das überhaupt steht oder ob wir es umtauschen müssen. Weil ich sage, ne, sieht doch nicht gut aus. Schauen wir doch ganz einfach mal. Was mittlerweile neu ist, muss man dazu sagen, ist hier wieder dieser Kragen. Ich persönlich finde diesen Kragen jetzt nicht, also ich muss das jetzt nicht unbedingt haben, also mir hätte der Kragen auch gereicht. Aber gut, sieht natürlich noch mal ein bisschen edler aus, sag ich mal. Ja, also ich habe mir ja eh, ich gehe noch mal mehr zurück, ich habe mir ja eh auch mehr Rot im Heimtrikot gewünscht. Wie gesagt, hier drunter hatte man ja schon ein bisschen was Rot-Weißes, aber das ist natürlich jetzt noch mal was ganz Besonderes. Obwohl man sagen muss, da muss ich gerade noch mal hier gucken mit meinen 180 Trikots. Hier ist es. Und zwar, es ähnelt sehr nach 2015, als wir aufgestiegen sind. Ich mache mal die Schranktür jetzt hier zu. So, und zwar, das ist jetzt das Neue. Und das hier ist von 2015. Also es sieht, wenn man es jetzt hier so nebeneinander hält, es sieht schon ziemlich identisch aus von Erima und jetzt von Hummel. Bis auf, dass hier die Streifen mehr verteilt werden. Hier war es nur einer und hier sind es, wie gesagt, jetzt drei. Aber es sieht schon sehr, sehr gleich aus, muss man sagen. Ne? Also wenn man so guckt. Gut, hier muss man auch sagen, das Rote geht noch weiter tiefer rein, wenn man das jetzt hier beachtet. Ne? Hier geht es schon höher, fängt das Weiße schon höher an. Und hier geht das Rote wirklich bis zu dem Ärmel hier unten. Und hier, wie gesagt, fängt es halt am Anfang des Ärmels schon an, runter zu gehen. Das ist auch anders. Und was man sagen muss, hier ist kein roter Streifen mehr, so wie hier jetzt zum Beispiel. Ne? Das ist auch nochmal was anderes. Ja, aber sonst sieht es schon sehr, sehr gleich aus. Zumindest ist die Idee die gleiche, muss man dazu sagen. Aber trotzdem finde ich das Trikot echt nicht verkehrt. Gerade weil ich ja immer wieder gesagt habe, ich wünsche mir mal ein mehr rotes Trikot bei Köln. Was man noch sagen muss, hier ist auch ein roter Streifen noch am Ende. Das sah jetzt eben so komisch aus, weil ich das andere Trikot ja noch da drunter habe. Aber das ist hier wirklich das Ende von dem roten hier. Und hier dann fängt es auch wieder an. Also ich finde es echt nicht verkehrt, muss ich sagen. Wie gesagt, das hier ist natürlich Geschmackssache. Ich persönlich muss es jetzt nicht unbedingt haben bei einem Trikot. Ich finde, wie gesagt, auch solche Kragen bei Trikots schön. Das hier, okay. Hatten wir schon mal dieses Stück hier. Ich glaube, das war 2016. Ganz war so 16. Ja, muss so 16 sein. Da hatten wir auch hier so ein ja, wie nennt man das? So ein Knopf. Hier ist ja so ein Knopf dran. Und ja, gut, das ist das Trikot von der neuen Saison, zumindest das neue Heimtrikot. Wir machen aber weiter mit
dem nächsten Trainingstrikot. Das ziehe ich natürlich dadurch, dass ich jetzt nicht in einem Verein Fußball spiele oder so, sondern Tennis spiele in einem Verein. Ziehe ich das dann auch öfters mal beim Tennis an, ist ja ganz klar. Oder auch einfach so als Freizeitshirt kann man das natürlich auch einfach anziehen. Und zwar, damit man nicht immer nur Trikots anziehen muss, sozusagen beim Sport oder allgemein in der Freizeit, sondern einfach auch so ein normales T-Shirt, haben wir hier dann noch so ein T-Shirt, auch hier wieder mit dem neuen Sponsor Hummel. Und ja, sonst einfach nur rot, das T-Shirt, ne? Hier natürlich das Wichtigste, das FC-Logo, aber ansonsten ist hier auch nichts wirklich groß drauf, sagen wir mal, einfach ein schlichtes T-Shirt, was man dann, ja, so auch in der Freizeit dann anziehen kann. Ah, gucke mal hier, da haben wir auch noch was festgestellt, und zwar hier noch die Zeichen wieder von Hummels, auch wie gesagt auf dem Trikot ja hier oben drauf, hier ist es an der Seite, und hier unten steht dann auch nochmal, ist so ein Hummelszeichen anscheinend. F steht da drauf, okay. Ja, also auch sehr interessant. Dann gucken wir mal, wie es denn aussieht, wenn wir es anhaben. Also auch ein ganz normales T-Shirt wieder. So sieht es von der Seite aus. Und so sieht es dann halt hier von der Seite aus. Interessant, dass es hier nicht ist, sondern nur auf der Seite. Aber okay. Ja, wie gesagt, ein schlichtes T-Shirt. Wie gesagt, kann man zur Freizeit anziehen, kann man auch beim Sport anziehen, wie man das möchte. Und habe es mir einfach mal geholt und fand das jetzt nicht verkehrt. Ich glaube, es hat 30 Euro gekostet oder so. Also es geht. Ne? Also beim FC ist ja allgemein nicht so günstig, sage ich mal. Aber ja, gut. Dann haben wir hier noch eins und auch zum Anziehen. Und zwar eine Jacke vom 1. FC Köln. Dadurch, dass ich schon auch, wie gesagt, beim Tennis, wenn es mal kälter wird, wir spielen ja auch im Winter Tennis, und da ist dann ein bisschen, ja, könnte es ein bisschen frisch werden, wenn man dann nur im T-Shirt rausgeht. Deswegen habe ich mir noch so eine Sweatshirt-Jacke geholt, sag ich mal. Auch wieder natürlich von dem neuen Sponsor Hummels. Also ich habe mich komplett neu eingekleidet durch den neuen Sponsor. Aber ich brauchte sowieso eine neue, weil die anderen auch schon ein bisschen klein wurden jetzt. Weil die letzte ist jetzt von Erima, also von Ulsport habe ich mir gar keine so eine Trainingsjacke geholt, sag ich mal. Oder so eine Sweatshirt-Jacke. So, passend tut die schon mal. Das ist wichtig, dass die schon mal passt. Auch hier wieder ganz normal rot. Man muss aber schon hier sagen, hier seht ihr schon auch wieder die Hummels, ja, Logos drauf sozusagen, aber auf dem kompletten Armeimer. Aber hier an der Seite wieder nicht. Also immer nur auf der einen Seite, genauso wie auch bei dem T-Shirt schon, nur auf der einen Seite das war. Hier ist aber nichts. Ne, hier ist nichts, aber es hat so hier zwei Taschen, das ist cool. Dann, wie gesagt, so ein grauer, gut, das ist jetzt graues, gut, hätte auch weiß sein können eigentlich, im FC-Farben, aber ist in Ordnung. So, und hier ist natürlich wieder das FC-Logo, was ja auch dazugehört. So, also, ja, das ist die Sweatshirt-Jacke und das war es eigentlich auch schon fast mit dem Video, zumindest mit den Sachen, die wir jetzt haben. Also, wie gesagt, ich habe mich einfach mal komplett neu eingekleidet mit dem neuen mit dem neuen Hummels. Das ist noch so ungewohnt, mit den Hummels-Klamotten sozusagen. Ja, wie gesagt, weil ich die einfach auch brauchte und das einfach so just for fun einfach noch mit dazu genommen mit dem Trikot dann am Ende. Und ja, wie gesagt, schreibt gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Würde mich mal sehr interessieren. Hättet ihr euch auch die Sachen geholt? Wollt ihr die Sachen noch holen? Schreibt es gerne in die Kommentare, würde mich mal sehr interessieren. Und ja, ich bin auf jeden Fall sehr happy, gerade mit dem T-Shirt hier, mit der Sweatshirt-Jacke und natürlich auch mit dem neuen Trikot vom 1. FC Köln. Bin auch mal gespannt, wie das Ausweichtrikot aussehen wird. Das Auswärtstrikot haben wir ja jetzt schon gesehen. Wie gesagt, ich werde da auch noch alle Bundesliga-Trikots ja, ranken, sag ich mal, oder bewerten. Mir ist persönlich halt einfach wichtig, dass es nicht so ein Trikot zum Beispiel ist. Also wie zum Beispiel das Auswärtstrikot beim FC, das finde ich absolut langweilig. Ich bin einer der Meinung, man muss mal was wagen, was man noch nie gesehen hat. Gut, das Trikot hier, das neue jetzt vom 1. FC Köln, das hat man halt auch schon gesehen. Ich habe ja euch den Vergleich schon gezeigt hier mit 2015. Ja, wie gesagt, das ist halt fast wirklich das gleiche Trikot, ne? Nur mal nochmal ein bisschen was anderes und der Sponsor ist halt anders. Aber es ist halt schon, die Idee ist halt schon sehr, sehr gleich, ne? Muss man einfach dazu sagen. Trotzdem finde ich es trotzdem cool, weil es einfach noch mehr Rot dazu kam. Ne, das habe ich ja schon immer ja,
nicht gut bewertet, sage ich mal. Da habe ich immer kritisiert, dass ich mehr Rot im Heimtrikot haben möchte. Und das ist es diesmal auf jeden Fall. Also da kann man eigentlich nichts gegen sagen. Aber es ist halt, wie gesagt, auch nichts, wo man jetzt sagt, boah, Wahnsinn, das hat der FC ja noch nie gehabt. Wisst ihr, wie ich meine? Deswegen. Aber trotzdem ist es meiner Meinung nach schon ein gutes Trikot. Also ich finde es persönlich echt schön. Deswegen habe ich es mir natürlich auch geholt. Das Auswärtstrikot, naja, bin gespannt auf das Ausweichtrikot. Das Torwarttrikot finde ich persönlich auch nicht schlecht. Also auch das ist nicht verkehrt, wie ich finde. Schreibt gerne mal eure Meinung zu den Trikots, zu den Sachen, die ich mir jetzt hier geholt habe, in die Kommentare, wie ihr die findet. Lasst gerne ein Abo da, wenn ihr mehr solcher Videos sehen möchtet. Und wenn euch das Video hier gefallen hat, würde es mich natürlich freuen, wenn ihr einen Daumen da oben da lassen würdet. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr eingeschaltet habt. Und bis dahin, macht's gut. Ach ja, stimmt, nicht vergessen. Donnerstag, also ja, jetzt schon bald in den nächsten Tagen, kommt ein Livestream auf Instagram mit unserem Stadionsprecher Michael Trippel. Also seid gerne mit dabei. Ich würde mich mega freuen. Ihr könnt natürlich alle Fragen, die ihr Michael Trippel mal stellen wolltet, natürlich in den Chat schreiben. Ich werde sie dann auch ihm stellen und dann kriegt ihr auch, denke ich, eine Antwort von unserem Stadionsprecher. Also seid gerne mit dabei, würde mich mega freuen. Und bis dahin, macht's gut, euer Jan Niklas und ciao.